Dann zeige ich euch noch meine Postkiste, die noch nicht fertig ist. Und zum Schluss noch einmal das hier. Und da könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr dazu eine Anleitung haben möchtet oder nicht. So, und jetzt nach dem Intro geht's los. Mögt ihr auch die Lux Paper Blöcke so gerne? Oh, ich mag die ja so, so gerne. Ja, im Video bastle ich mit einem Lux Paper Block, mit den Kartenrohlingen, die so schief geschnitten sind von Action und mit Stempeln von Kartenkunst. Die Stempel wurden mir kostenlos zur Verfügung gestellt im Rahmen des Design Teams. Da bin ich jetzt stolzes Mitglied. Vielen lieben Dank dafür. Guckt da mal rein. Die haben wirklich zuckersüße Stempel. Ganz, ganz viele deutsche Sprüche zu allen Gelegenheiten. Und jetzt viel Spaß beim Video. Das ist der Lux Paper Block von diesem Jahr. Ja, der ist schon, also Designpapier habe ich bis auf das hier schon alles raus. Hier ist noch ein Rest. Ich habe mir schon ein bisschen was zugeschnitten. Ihr seht, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich hatte ja auch schon eine Karte damit gewerkelt. Das ist auch aus dem Block. Zeige ich euch nochmal. Anleitungsvideo ist schon oben. Das war das hier. Also das ist auch einmal komplett aus dem Block entstanden. Deswegen habe ich mir den auch einmal neu gekauft. So, das war das. Für manche sind diese Muster ja etwas schwierig. Und jetzt machen wir einfach mal fröhliche Weihnachtskarten. So, ich habe mir hier ein paar Sachen zurechtgelegt. Das sind die Kartenrohlinge vom Action. Hiervon habe ich ganz viele schon genommen. Also ich habe noch nichts geklebt. Ich habe nur mal geguckt, was könnte mir gefallen. Aber die sind ja total günstig. Da sind 20 Stück drin. Pastell- und Pride-Farben. Aber die sind natürlich total unsauber geschnitten. Aber es macht nichts, weil die sind auch einen Tick zu groß. Die kann man sich schön zusammenschneiden. Und das machen wir jetzt mal. Ich zeige mal, was ich mir so ungefähr gedacht habe. Und ja, zeige euch jetzt ein paar Beispiele. Wir kleben ein paar Beispiele zusammen. Und los geht's. Das Überlegen dauert ja immer am längsten. Deswegen habe ich das schon vorbereitet. Ich zäume das Pferd mal von hinten auf. So, ich habe mir immer so ein paar Sachen zusammengelegt. Das ist ein Umschlag, den habe ich mir schon zurechtgeschnitten, weil der war eh zu groß. Wenn ich jetzt beispielhaft den hier nehme, das ist mein Aufleger, so, der ist ja zu groß. Deswegen ist das nicht schlimm, dass der Rand nicht sauber ist. Man kann es sich zurechtschneiden. So, dann habe ich gedacht, auch das passt hier mit dem Grün total gut, dieses Happy Holidays. Mit dem Grün passt total gut. Und dann layere ich noch das da drauf mit den Tannenbäumen. Und dann habe ich schon mal eine schöne Grundkarte. Das klebe ich jetzt mal fest. So, festgeklebt. Ich finde, das Grün passt da gut zu. Und jetzt muss ich nur noch gucken, was ich da drauf machen möchte. Habe ich hier zum Beispiel einmal Frohe Weihnachten ausgeschnitten. Das ist ein Stempel von Kartenkunst. Zeige ich euch, denke ich, gleich mal. Aber ich weiß nicht, ob mir das so Fs einfach gefällt. Ich könnte auch hier den Nikolaus dazu machen. Na, da kann man ja je nach Geschmack damit rumspielen. Vielleicht möchte ich aber auch einfach das hier drauf machen. Das ist auch, den habe ich euch schon gezeigt, auch von Kartenkunst. Der gefällt mir so gut. Und während ich hier labere, nehme ich jetzt die Karte und lege die mal hier in den Aquarellblock. Dann kann die nämlich schön trocknen. Da ist noch mehr drin. Was trocknet. Nee, das brauche ich ja. So. So ist das ungefähr gleich. Ich glaube, oh, hier kann man ein Mü ab. Hätte ich das als Beispiel. Ne? Man kann ja auch alles kombinieren. Es muss ja nicht alles Action sein, es muss auch nicht alles Marke sein. Das ist, jeder hat ja verschiedene Sachen. Ne? Und dann könnte ich das zum Beispiel da drauf machen. Fertig, dann kann ich noch einen kleinen Nikolaus da drauf machen oder was sonst noch an Embellishments dabei ist. Dann wäre das zum Beispiel schon fertig.
Aber wir machen erstmal weiter und gucken hinterher mit den Verzierungen. Das trocknet jetzt mal weiter. Jetzt nehme ich die nächste Karte. Also hier konnte ich mich nicht entscheiden. So, und zwar, das Papier ist ja, finde ich, ziemlich schwierig. Ne? Aber es ist eigentlich cool, wenn man das so layert. Guckt mal, sieht doch irgendwie klasse aus. Und dann konnte ich mich nicht entscheiden, nehme ich das Grüne als Hintergrund oder nehme ich das Rosa. Guck mal, wie schief das ist. Ne? Nehme ich das Rosane. Aber ich glaube, wenn ich das so sehe, gefällt mir das Rosane besser. Ja, das müssen wir natürlich jetzt erstmal gerade machen. Alter Verwalter. Also qualitativ echt 6 Sätzen. Ne? Unglaublich. Die sind echt schlecht von der Qualität. Aber es ist günstig und man kann es immer noch retten. Also das ist überhaupt kein Thema. Schneidbrett. Ne, nicht ärgern über die schlechte Qualität, sondern einfach machen. So, okay, hier sehe ich natürlich jetzt nichts. Ich schneide mir jetzt erstmal hier das gerade. So, ne? Also ihr müsst euch auch nicht komplett an Maße halten. Ne, so, oh, das passt ja nicht, weil eine Karte ist ja eigentlich so und so groß. Schneidet doch einfach eure Größe. In den Umschlag passt es auf jeden Fall. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Abfall. So, obwohl, seht ihr, die ist auf jeden Fall noch zu lang. Und hier ist sie auch zu breit. Ich gucke mal gerade, wie breit. Die ist knapp 11,9. Dann mache ich hier den Aufkleber mal 10,5. So, 10,5. Dann sehe ich auch was schön vom rosa Rand. Und hier unten kann ja auch noch ein bisschen was weg. Knapp ein halber Zentimeter. Gucken wir mal. Ja. Ne, man sieht das, aber dann ist natürlich der Aufleger auch wieder zu groß. Dann mache ich den einmal 10. Und von der Länge passt der. So. Obwohl, ich könnte den noch, damit man das noch ein bisschen mehr sieht, ich mache noch so ein paar Millimeter schneide ich ab. Und hier oben auch einfach ein bisschen. Dann sieht man den mehr. Ne, so finde ich es, glaube ich, ganz gut. So, fröhliche Karte. Auch hier fertig. Also dieser Spruch, wirklich, ich lege euch den ans Herz. Ich finde den so cool, der wertet jede Karte auf. Aber ihr könnt natürlich auch drauf machen, was ihr möchtet. Ne? Auch hier, wie, ach so, hier hatte ich mir das einfach drauf gelegt. Ne? Könnte ich auch erhaben, aufkleben. Tolle Karte. Ich glaube, das gefällt mir auch ganz gut. Das muss ich natürlich noch ein bisschen zurechtschneiden. Die Nupsis sind noch nicht abgeschnitten. Und so, das ist Müll. Ich klebe das jetzt mal auf, dann trocknet das und dann machen wir die nächste. So, schaut mal, aufgeklebt. Ne, das lasse ich jetzt auch mal noch trocknen und dann später verzieren wir das. Guckt hier auch in meinen Aquarellblock. Das ist schon bald voll. Da kleben nämlich noch andere Sachen. Aber ich wiederhole mich. Ne? Ah, hier habe ich auch wieder zwei Farbnuancen. Da wusste ich auch nicht. Also das wollte ich jetzt, was heißt, mit euch entscheiden. Ich entscheide das, aber jetzt vor der Kamera. Da haben wir auch wieder Happy Holidays und dann das hier. Fand ich ganz nett. Na, so. So. Das ist mit Rosa. Und das ist mit Grün. Jetzt hatte ich mir hier vielleicht das überlegt, ein bisschen erhaben. Aber auch hier, ne? Mega, Karte fertig. Es ist klasse. So, was gefällt mir besser? Das Rosane. Und ich glaube, das Rosane ist schöner, weil auch wenn ich das aufklebe, ne? Ich nehme das Rosane. Und hier würde ich sagen, nur ein bisschen abschnipseln. Machen einmal hier, damit es gerade ist.
schauen wir noch mal. Das sieht gut aus. Ne, das könnte ich dann noch ein bisschen kleiner schneiden. Und hier unten muss auf jeden Fall ein Zentimeter ab. Das kann man ausmessen, kann man aber auch pieken. Ist auf jeden Fall da, da, da. Obwohl, wenn ich das hier jetzt kleiner schneide, dann habe ich einen schönen rosa Rand. So. Guck mal, das ist ja schön. Passt auch so, ne? Kann man auch so, wenn man das nicht matten und matten möchte, so geht es auch. Wenn man nicht so viel Papier verbrauchen möchte. So, und hier muss ich dann auch noch ein Stück abschneiden. Aber Happy Holidays, finde ich, passt jetzt nicht so das, zu Deutschland. So. Ja, das klebe ich jetzt mal wieder auf. Und dann kommt das zum Trocknen. So, ich habe mich hier dazu entschlossen, den letzten Aufleger doch noch einen Tick kleiner zu schneiden, damit man das hier mehr sieht. Und wie gesagt, das drauf, mega. Oder wie gedacht halt, also was ich mir vorgestellt habe, das hier drauf und vielleicht frohe Weihnachten. Aber da kommen wir später zu. Auch das trocknet jetzt erstmal. So, nächstes. Warum habe ich hier zwei grüne liegen? Weiß kein Mensch. So. Ja, hier habe ich auch wieder Happy Holidays. Dann habe ich einfach aus dem neuen Leinen-Cardstock-Block das Pink genommen. Gefiel mir total gut. Und hier habe ich gedacht, ich mache hier die Häuser hin, die in diesem Block sind. So. Und eventuell die Girlande. Wohl, naja. Aber vielleicht könnte man hier dann frohe Weihnachten oder das hier unten hin. Ne? Je nachdem. So. Aber ich schneide es mir jetzt erstmal zurecht. Schaut mal, ich bin jetzt gerade am Zurechtschneiden. Ich habe zurechtgeschnitten. Wenn ich das einfach länger lasse, finde ich das auch, glaube ich, ganz gut. Das lasse ich jetzt erstmal länger. Abschneiden kann ich immer noch. Das heißt, ich klebe es auf. Oh, die sind. Ich mag ja die Luxe Paper Blöcke. Ich habe ja auch noch einen Haufen von den letzten Jahren. Das ist, wie gesagt, für mich auch ein Sammelobjekt. Ihr wisst, ich habe nicht den Anspruch, einen Block zu kaufen und den direkt zu verbasteln. Ich bin ja auch nicht der Kartenbastler vor dem Herrn. Ich wurde mal gefragt, was machst du mit den ganzen Karten? Also erstmal bastle ich gar nicht so viel Karten. Und wenn, die muss ich auch nicht unbedingt loswerden. Es ist ja, also der Weg ist das Ziel. Wisst ihr, ich habe da einfach Spaß dran. Und warum soll ich nicht ein paar Karten basteln, wenn ich da Spaß dran habe? Ne, der ein oder andere kriegt mal ein Kärtchen oder auf der Arbeit. Wie gesagt, ich bin ja meistens so ein Geburtstagsvergesser. Ich mag das einfach so zu basteln, vor allem besondere Karten. Ne, deswegen gehe ich auch nicht in Massenproduktion mit Karten. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Außer ich habe Bock dazu, dann würde ich es natürlich machen. Wisst ihr, was ich meine? Ne, so, da kommt ja schon mal, was macht ihr denn mit den ganzen Stickern an Karten? Ich meine, und wenn ich mein Haus bestickern würde oder mit Washi-Tape umkleben würde, es wäre ja immer noch meine Entscheidung. Ne? Das ist, ja. Es macht mir einfach Freude und deswegen ist das legitim. So, das war das. Nächstes. Ach, es ist so herrlich. Und das fand ich total schön. Der rosane Rohling. Auch wieder Happy Holidays. Das hört hier irgendwie gar nicht auf. Oder habe ich schon aus dem zweiten das genommen? Ich weiß es gar nicht. So, dann wieder hier die Tannen. Fand ich auch ganz nett. Werde ich vielleicht auch wieder einen Tick kleiner noch schneiden. Und dann fand ich das so nett, vielleicht mit dem, ne? Mal gucken wie. Und dann vielleicht noch frohe Weihnachten. Fertig. Finde ich cool. Erstmal Karte zurechtschneiden. Noch die ist wieder echt schief. Alter Verwalter. Warum? Dann sollen sie einen Euro mehr nehmen.
Ne? Das wäre ja immer noch günstig. So, jetzt muss ich hier unten ein kleines Mühe noch abschneiden. Aber wie gesagt, so, es ist ja in Ordnung. Es ist komplett in Ordnung, weil ich da, sonst guckt ganz klein der Rand raus. Schön. Doch mit dem Rosa gefällt mir gut. So, und ich glaube, das mache ich einfach noch ein bisschen kleiner. Was habe ich? 10. Mache ich einfach so noch einen Tick. Und hier oben auch einen Tick. Damit man so ein bisschen was von den Buchstaben und von dem schönen bunten was hat. Ja, schön. Ja. Sehr schön. So, ich klebe wieder fest und dann kommt es wieder in den Aquarellblock zum Trocknen. So, einmal aufgeklebt. Ich finde, das sieht gut aus. Richtig schön bunt. Kann man sich so gar nicht vorstellen. So, und jetzt weiß ich noch nicht richtig. Das ist natürlich... so hatte ich mir das gedacht. Ja. So. Spiegelkarton. Also ich finde den roten Spiegelkarton so ein bisschen schwierig. Für mich jetzt. Aber wenn ich das so aufklebe und wirklich einen Funzi-Rand habe, wirklich mini. Und dann hatte ich mir, glaube ich, den hier ausgesucht. Die Trommel dabei. Und dieses Christmas. Fand ich total nett. Aber wo drauf? Das weiß ich noch nicht. Ich klebe jetzt erstmal das hier auf. Aber da kann man ja auch eine weiße oder eine schwarze Karte oder eine Kraftfarbe. Wir gucken mal, was passt. Gestreifte und da nicht zu viel Kleber, weil es sieht nichts schlimmer aus wie Kleber auf Spiegelkarton. So, und das ist wirklich ganz, ganz, ganz dezent. Ja, wenn ihr das seht, ganz, ganz, ganz dezent. Das tun wir weg für später. Ich hoffe, ich kann mich da noch dran erinnern. Aber könnte zum Beispiel auch das nochmal aufkleben, ne? Und da irgendwas anderes drauf machen. Oder hier meinen berühmten Stempel. Es ist so mega. Toll. Wirklich so ein einfaches Stempelchen und so universell. Aber das heißt universell, aber passt auf alles. Das meine ich. Ne? So, jetzt gucken wir mal, weil das Grüne lag hier. Passt das auf Grün? Geht so, ne? Was haben wir noch hier für Farben? Also gelb geht ja schon mal nicht. Oh, ein helles. Nee, ich weiß es nicht. Aber Wir haben ja noch. So, das ist mit Grün. Wir haben ja diese hier noch. Habe ich noch gar nicht auf. Also ich habe Kleber an den Finger. Ich habe nämlich eben eine Box geklebt. Ich brauchte eine Postbox für meine Tochter. Mal gucken, aber die ist noch nicht fertig. Kann ich euch noch nicht zeigen. Die trocknet gerade. So, jetzt wollen wir mal gucken. Dieses Metall, ach, ne? Das Metallic passt doch, aber das ist zu groß. Sieht man nichts von. Da sieht man nichts von. Ich müsste das kurz zurechtschneiden, aber innen drin würde auf jeden Fall passen. Ja, aber die sind halt total klein. Aber ist egal, wir kleben das da drauf. Und wenn ich das jetzt zurechtschneide, aber ich muss hier die Nupsis abschneiden, das nützt nichts. Weil das sieht nicht schön aus. Ne? Bitte macht das. Weil es sieht echt blöd aus, wenn ihr diese Teile da habt. Hätte ich vielleicht erst machen müssen. So,
Ist okay. Jetzt guckt ein bisschen. Ja, Karte ist zu groß. Es passt nicht. Ja, blöd. Gibt Schlimmeres? Dann mache ich mir irgendwie einen anderen Kartenrolling. Muss ich mal gucken. Ich lasse das jetzt erstmal trocknen. Oder mache ich es doch hier drauf? Das mit dem Grün ging auch. Ne? Ja, das geht. Mal ist das Grüne. So, ich habe mir auch jetzt kein Ziel gesetzt, irgendwie 20 Karten damit, sondern ich habe einfach gemacht, wie ich meine. Also so, wo ich, was mir so ins Auge fiel. Zählen tue ich hinterher. So, Moment. Das einmal. Ja, das ist ja auch ein ganz kleiner, minimaler Rand nur. Ne, ich hatte da. Ja, passt. Perfekt. 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 So. Und drauf. Also ist wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack, so bunt, aber es gibt es gerade bei Action und von daher, ne? So, dann habe ich auch nochmal das Bunte und dann das hier drauf. Und auch da, ne? Fertig. Ich kann den nur immer wieder anpreisen. Das könnte man drauf machen. Okay, natürlich ein bisschen erhaben. Ich könnte mir auch das hier mit dem Spiegelkarton da drauf machen. Und ja, das passt jetzt nicht. Gucken, was ich hier noch habe. Na, also einfach mit den Sachen mal spielen. So, jetzt gucken wir. Das wird. Ne, das ist ja das Grüne. Ja. Ne, das normale Grüne von den. Ne, mit dem Grün passt. Wir könnten ja auch mal versuchen, was komplett anderes, also was so gar nicht eigentlich passen würde. Also Rosa passt auf jeden Fall. Auch das sieht noch viel schöner aus, das Rosa. Oh, wie niedlich. Sehr schön. Jetzt machen wir mal Gelb. Ja, verrückt, ne? Also passt eigentlich nicht, aber irgendwie ja, das Blau wird. Es ging auch. Einfach mal machen, ne? Lila. Ich muss das später in der Kamera sehen. Nee, das gefällt mir nicht. Aber ich würde sagen, hier passt das Rosane wieder hervorragend zu. Finde ich niedlich. Das Grün würde auch passen. Aber wir nehmen das Rosane. Ich brauche noch rosa Umschläge. Ich brauche rosa Umschläge. Die sind nämlich dann aus dem Paket alle. Ich habe zwei Pakete von denen gekauft. Aber das wäre dann einmal alle. So, mal einmal gucken. Oh, das war ganz, ganz wenig Rand. Ich würde mir das noch kleiner schneiden wollen. Jetzt einmal hier noch ein. So, und zwar kleiner schneiden. Halben Zentimeter ab in der Breite. So ungefähr. Ja, damit man ein bisschen was von dem Rosa sieht. Das heißt, ich muss den hier auf jeden Fall in der Breite, auch gut einen halben Zentimeter, kürzen. Aber auch hier, wenn ihr das einfach so macht, ne, einfache Karte. Schwuppsi drauf, fertig. Die Häuser drauf, frohe Weihnachten, fertig. Also man muss das nicht doppelt und dreifach layern. Man kann es machen.
Muss man nicht. Ja, jetzt ist die Frage, was gefällt mir? Ich glaube, das gefällt mir sogar besser, als wenn das da drauf ist. Ich klebe es jetzt einfach mal nur mit dem hier auf. Und dann lasse ich die ganzen Sachen richtig gut durchtrocknen. Und dann sehen wir uns wieder und verzieren ein bisschen. Wahrscheinlich noch nicht komplett bis zum Ende. Aber so ein bisschen was drauf machen. Aber das sehen wir gleich. So, ja, schön mit dem Rosa. Gefällt mir gut. Ja, finde ich witzig. Und vor allem mal was anderes, ne? Einleger rein. Und wie gesagt, wenn man wirklich schnell viele machen muss, ne? Und auch außergewöhnlich, man kann das ja in ganz vielen Stilen machen, mit dem Stempel fertig. Cool. So, die trocknen jetzt hier schön in meinem Aquarellblock und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Karten dürften jetzt einigermaßen trocken sein. Ich war kurz mit Emmy draußen. Wir gehen noch einmal so ein bisschen durch. Ich habe die Nupsis von diesen Teilen schon abgeschnitten. Hier haben wir das mit dem Rand. Hier habe ich das ja unten dran gelassen. Das muss ich mal gucken, ob das so bleibt. Na, und das sind halt mal komplett andere Weihnachtskarten, andere Farben. Ich finde das cool. Dann habe ich, ich hatte ja noch das hier über und da habe ich jetzt einfach mal ganz einfach gestempelt. So. Dann könnte ich, nee, das könnte man auch, aber ich könnte das zum Beispiel auch einfach jetzt hier auf eine Karte machen. Na, dann hätte ich das auch fertig. Der Stempel ist auch von Kartenkunst. Und ja, ihr seht schon, genutzt. Da ist einmal Frohe Weihnachten in dieser Schrift. Frohe Weihnachten, was ich hier ausgeschnitten habe, dann habe ich abgestempelt und hier die Tannenbäume, die fand ich so niedlich, deswegen musste ich die unbedingt haben. Die Stempel sind mir kostenlos zur Verfügung gestellt worden und hier einmal, ja, kann man nicht mehr sehen, aber das ist halt dieser hier. Und ich finde den so schön. Man könnte auch zum Beispiel das, ne, das hier so ausschneiden, dass unten diese Verzierungen weg sind, ne, wie man das möchte. So, jetzt gucken wir mal, wie. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was kommt wo drauf. Das ist natürlich sehr geschickt. Okay, zur Not, wie gesagt, würde ich mir einfach hier, man könnte noch mit Bändern verzieren, man könnte noch ein bisschen sprenkeln, man könnte noch Steinchen draufsetzen, aber so wäre schon mal jede Karte. Ne? Guck mal, das passt wirklich auf jede Karte. Und das finde ich so cool. Hier unten könnte man jetzt zum Beispiel noch ein Häuschen hin, weil das ist zu groß. Aber na, das passt jetzt nicht. Ne? Aber ich könnte es abschneiden, dann wäre auch diese Karte fertig. Das passt wirklich auf jede Karte. Und das finde ich toll. Also ich habe mich direkt in den verguckt, in den Stempel, weil der so, so mega ist. Aber das sollen wir ja nicht überall drauf machen. Ich will ja ein paar Beispiele zeigen. So, das hatte ich ja irgendwo mit Rosa. Wollte ich denn die Häuser drauf machen? War das hier drauf? So, wir gucken jetzt mal. Na, ich könnte hier die Häuser drauf machen. Ich könnte es ein bisschen höher machen. Frohe Weihnachten. Ich könnte hier oben aber auch Frohe Weihnachten. Ich könnte ihr haben, aufkleben. Wenn ich jetzt wüsste, das ist so, wer kriegt die, wie mache ich das? Ne? Das schwierig. Das Schaukelpferdchen. Aber ich glaube, das gefällt mir schon richtig gut. Das möchte ich aber gerne ein bisschen erhaben aufkleben. Ich glaube, ich mache das weiter höher und klebe mir hier
oder mache ich das nicht? Ich bin so uneins, ihr Lieben, ich bin so uneins. Ich gucke jetzt erstmal. Ich kann ja hinterher immer noch einen Spruch draufkleben. Hauptsache, das hier klebt schon mal. Aber ich glaube, das gefällt mir hier. Oder gefällt mir das hier besser? Ist ja fast gleich. Wenn ich das so sehe, finde ich, also am schnellsten ist man wirklich hiermit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss jetzt erst noch mal in mich gehen. So, ich habe mich jetzt fürs Erste entschieden. Ich habe das so ein bisschen am Rand geinkt. Und ich glaube, das kommt hier drauf. Und das klebe ich jetzt mal ein bisschen erhaben drauf. Schere, nehmen wir die oder klebt die gleich wieder. Oh. Schneide ich mir so eine Spitze. Das auch. Guck doch noch hier so ein kleiner. Habe ich doch gerade gesehen. Nee, war anscheinend nur so. So, das kann schon mal auf jeden Fall hier hin. Ich weiß nicht, wo dieses Foam Tape her ist. Das ist so ein Rest, aber naja. Ich tue noch ein Schüsschen Kleber drauf. Ah, da klebt es nicht mehr, okay. Drunter auch noch ein bisschen. So, das sieht doch schon mal gut aus. So, und möchte ich den platt oder möchte ich den auch so ein bisschen... Platt ist ja irgendwie doof, ne? So ein Tick höher fände ich den, glaube ich, ganz schick. Ups. Und da schneide ich mir hiervon einfach was ab. Das ist einfach ein Stück Pappe. Das klebe ich mal einfach hier drauf, damit das nicht ganz so hoch ist wie dieses Ho-Ho-Ho. Ups, schmeiß weg, hab schon. So. Und hier unten. Ja, einfach so. Sieht ja kein Mensch. Und dann ist, ja, das gefällt mir gut. So, dann ist das auch ein bisschen höher. Ne? Ja, gefällt mir gut. Das kommt jetzt zum Trocknen. Erstmal irgendwo drunter. Ich habe die Karte jetzt abgeschnitten, gefällt mir dann doch besser und habe mich hierfür entschieden, auch wenn ich es vielleicht vorher anders hatte, ich weiß es nicht mehr, dass ich das hier so drauf mache. Das mache ich auch wieder mit Foam Tape. Das einmal haben und hier schneide ich mir Sachen zurecht. Einmal für die Beine, einfach so
Pi mal Auge. Ja, passt. Einfach Pappe. Ups. Und dann mache ich das auch ein bisschen höher und die Trommel setze ich auch ein bisschen höher. Kleber. So. Schneide ich mir hier so ein Stück ab. Ich hoffe, ihr seht das. Also ich einfach hier so ein bisschen Pappe. Und das hier noch oben hin, damit das nicht so wegknickt. So, schauen wir mal. Das ist richtig. So, das ist ein bisschen erhaben. Haha, ich schmiere mit dem Kleber. Das kommt hier hin. Mache ich jetzt erstmal. Ich glaube, hier tue ich in die Mitte noch ein bisschen Foam Tape, sonst knickt mir das zu sehr. So. Ja, jetzt wäre so ein Voice-Over ganz gut. Ihr merkt, voll konzentriert hier. Hier hin. So, machen wir die Trommel. Die können wir auch ein bisschen höher machen. Da bin ich jetzt mal mutig und lasse die Trommelstöcke so, wie sie sind. Also ohne, dass ich die erhöhe. So. Ja, ich finde es schön. So, ich habe jetzt das Pferd präpariert mit Foam Tape. Alter Verwalter. Ich fummel das jetzt mal ab. Das müsst ihr ja nicht sehen. Und klebt das dann hier so erhaben auf. Gefällt mir ganz gut. Eieieiei. Das hat mich jetzt Nerven gekostet. So, und mal gucken, ob ich das hier. Ja, ich glaube, das mache ich mit dem Frohe Weihnachten. So, Pferdchen drauf. Ach, sehr schön. Und ja, das weiß ich noch nicht, ob ich hier jetzt Frohe Weihnachten drauf mache oder eher noch was aus dem Block. Da ist ja noch eine Menge drin. Schauen wir mal, aber gefällt mir gut. Sehr schön. So, jetzt mal hier das ganze Geräusel. Ganzen kleinen Dinger einmal beiseite und guckt mal, das sind die ganzen Reste von den abgeschnittenen Karten. Sieht hübsch aus, ne? Hübscher Papiermüll, finde ich. So, jetzt gucken wir. Nächster. Überlege ich, kann man das, könnte man vielleicht auch hier drauf. Ja, passt aber nicht so ganz. So. Was wir hier noch haben.
Ja, die Häuser finde ich eigentlich auch ganz nett. Passen auch hier, kommen die, glaube ich, so ein bisschen besser zur Geltung. Aber was mache ich dann? Ach, und das hier unten ein bisschen höher. Ja. Und dann müsste oben noch was hin. Das mache ich dann später. Aber das, ich glaube, das gefällt mir gut. Hups. Das waren die Stempel. Und ich glaube, die klebe ich plan auf. Und da kommt später noch irgendwas dran. Ich weiß noch nicht, was. Aber auf jeden Fall, so, jetzt muss ich gucken, wie hoch. So. 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 Auf jeden Fall bleibt das nicht so. Aber das ist ja erstmal nur eine so grobe Inspiration. Wie kann man was zusammenstellen? Aber auch das ist, vielleicht sagt der eine oder andere, um Himmels Willen, geht gar nicht. Ne? Das ist ja immer Geschmackssache. Mache ich das? Nee, ich klebe das. Ich überlege gerade, ob ich das einen Tick höher setze. Hier kommt auf jeden Fall Foam Tape drauf. Nee, ich klebe das alles plan. Ein bisschen anziehen. Dann kommt hier auf jeden Fall Foam Tape drauf. Oh. Oh, und dieser Rest ist zum Glück bald aufgebraucht. Das ist so alt. Das klebt hier schon gar nicht mehr. Also ist quasi wie Moosgummi. Ja, da muss auf jeden Fall noch irgendwie ein Schmuckstein oder hier oben noch irgendwas hin. Vielleicht noch irgendwie Garn oder ich weiß es noch nicht. Aber so finde ich es schon mal hübsch. Guck mal. Ja, gefällt mir. So. Ja, dann haben wir natürlich den Block. Da sind noch viele, viele andere Sachen drin. Ja, das habe ich jetzt nicht verwendet, was ich schon eigentlich vorhatte. Aber man kann hier ja, ne, rausnehmen, was man möchte. Ho, ho, ho. Man kann das kombinieren, wie man es möchte. Ich guck mal, ob mir ad hoc hier irgendwas ins Auge springt. Wow, der ist auch schön, der große Nussknacker. Aber ich glaube, das lasse ich mal. Ich habe hier noch einen Rest übrig. Den habe ich mir jetzt noch mal neu gekauft, musste auch sein, ne? Der darf ja nicht zu Ende gehen. Und das hier klebe ich mir auch, das klebe ich mir hier drauf. Ne? Einfach mal so, F ist einfach. Ich finde das cool, ne? Gefällt mir gut. Und das klebe ich Tatsache auch plan auf. Man könnte das auch noch mal ein bisschen erhöhen, dann sieht das auch noch mal schön aus. Muss bald den Kleber wechseln, der ist nämlich bald alle. Ja, hier könnte man, wenn man da den hinmacht, sieht auch nett aus, weiß ich aber noch nicht, das kann ich ja später entscheiden.
sehr, sehr schön. So, und auch, habe ich noch eins davon? Nee, habe ich nicht. Dann bleibt das jetzt erstmal Planko. Überlege ich mir noch. Das hier bleibt auch Planko. Und hier mit dem Spiegelkarton. Ja. Das wird dann auch noch mal ein Kärtchen. Das möchte ich aber erst bearbeiten, ein bisschen besprenkeln. Das macht keinen Sinn, wenn es schon aufgeklebt ist. Aber das wäre jetzt auch noch eine Kartenidee, ne, mit den tollen Stempeln. Ja, jetzt gehen wir noch mal alle durch. Dann war es das erstmal. Und da gibt es natürlich noch eine Menge, Menge mehr an Beispielen. Das ist jetzt einfach nur mal grob. So, und ich kriege sie jetzt alle beisammen. Das und die habe ich hier. So, fangen wir hiermit an. Finde ich sehr, sehr schön mit dem Schaukelpferd. Weißen Einleger rein, die Grüße dazu. Natürlich hier kann ich auch noch irgendwas hinmachen. Ob ein Sticker, ein Stempelspruch, ein ausgestanzt, ich weiß es noch nicht. Aber die Grundkarte steht, da bin ich ratzifatzi fertig. Die finde ich auch total schön. Hier könnte auch noch irgendwie so ein bisschen Glitzer, ein paar Steinchen hin. Finde ich auch total hübsch mit diesem grünen. Also richtig schön bunte Weihnachten. Dann hier ratzifatzi mit dem Stempelspruch in Pink. Auch sehr schön. Dann haben wir mit den Häusern. Finde ich auch total schön mit der rosa Karte. Auch hier möchte ich oben noch irgendwas hinmachen. Vielleicht auch ein paar Glitzersteine oder. Entscheide ich mich noch. Die finde ich auch recht hübsch. Da könnte man auch noch weiter dekorieren, aber manchmal ist ja auch weniger ein bisschen mehr. Ja, übrig habe ich jetzt die hier noch. Da entscheide ich mich noch, was ich mache. Ob ich das einfach draufklebe oder noch was anderes nutze. Die ist auch noch übrig. Na, könnte ich auch hier aufkleben, dann wäre die fertig. Und das habe ich euch ja schon gezeigt. Das möchte ich noch bearbeiten. Man kann es natürlich auch so lassen, nur ganz, ganz easy, einfach. Und dann irgendwo draufkleben. Ob jetzt auf diese hier oder auf eine andere Hintergrundkarte, wie man das möchte. Finde ich total nett. Ja, cool. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Was macht man mit den bunten Sachen? Einfach mal, ja, mutig sein und gucken, was zusammenpasst, was einem gefällt. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Dann wollte ich euch jetzt zeigen, einmal noch ein Kärtchen, da kommt auch noch eine Anleitung zu, habe ich aus dem anderen Lux Paper Block mit dem Papier. Und zwar geht es so, finde ich auch total nett. Ich weiß noch nicht, wie ich es verschließe, ob Magnet. Und ich glaube nicht Magnet, ich denke, ich mache eine Banderole, finde ich total nett. Und jetzt wollte ich euch meinen Postkasten zeigen, der ist aber noch nicht fertig, aber schon mal so als Sneak Peek. Ja, Postkasten, einfach eine Kiste. Ihr seht, hier ist die fertig, das ist jetzt Papier von Ideen mit Herz. Ein Block von Ideen mit Herz, das Samtpapier für innen, total schön. Außen ist noch nicht hier fertig, das ist nämlich gerade hier auch am Trocknen. Ja, das kommt dann hier noch drauf. Und natürlich kriegt das Ding Füße und das wollte ich euch zeigen. Da passt hier so ein DIN-Langumschlag richtig rein. Das kriegt noch Füße. Das zeige ich euch aber, wenn es fertig ist. Ich weiß noch nicht, ob es so einfach bleibt. Das passt hervorragend bei uns in den Flur. Wie gesagt, Tochter wohnt ja nicht mehr hier, kriegt aber immer noch Post. Und da sammle ich dann die Post drin, ne? Gerade trocknen hier die Seitenteile. Jetzt klebe ich dann das hier an. Das muss dann auch noch trocknen. Dann kommen hinterher die Füßchen. Ob ich das weiter verziere, weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall hübsch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ich finde es total cool. Ich könnte jetzt gerade weitermachen und ganz, ganz viele Karten basteln, weil es einfach so einen Spaß macht. Aber ja, geht leider nicht. Hab noch was anderes vor, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da, lasst mir einen netten Kommentar da. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, verpasst ihr kein Video mehr. Die Stempel verlinke ich euch. Ich bin gerade hier runtergefallen. Ne, von Kartenkunst. Ich finde, die sind wirklich ja, allround. Richtig gut einzusetzen für alles Mögliche.
ne, jetzt, klar, Weihnachtszeit, ne, ich finde die super. Und da macht jede Karte was her. Mega. Ne, und ihr könnt das auch auf eine quadratische Karte machen oder. So, jetzt war's, bevor ich hier wieder weiter kein Ende kriege. Ihr Lieben, bleibt gesund. Tschö! Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Denkt dran, Tannenbaum, Tannenbaum, Tannenbaum. Und bald kommen ja die Sprüche raus. Hedwig Gedönsrad Edition von Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Da gibt es auch noch andere Sprüche. Weihnachtsgrüße, Geburtstagsgrüße. Schaut da mal rein. Ich weiß noch nicht, ob sie online sind, aber die nächsten Tage bestimmt. Ich werde berichten. Ja, ihr Lieben. Und jetzt bleibt gesund. Schöne Woche.